Hallo, liebe Zuseher und Zuseherinnen, hallo, liebe Freunde des Bogensports. Wir sind wieder da, der Hendrik Wiethase und ich. Und wir freuen uns, dass ihr wieder im Bogen- und Pfeilmythen- und Fakten-Podcast zuschaut und unseren Forschungen und Ausführungen bezüglich Bogen und Pfeil folgt. Hallo, Hendrik. Hallo, Servus, Christi Peter. Hallo an die verehrten Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid. Und ja, schauen wir mal, was heute interessant ist, was ich heute für euch Interessantes zu erzählen habe. Ich bin auch schon gespannt, weil wir stechen wieder in See und segeln mit unserer Yacht von Papua-Neuguinea durch die Timorsee, in Richtung Westen, Nordwesten kann man sagen, südlich von Sri Lanka vorbei. In den Richtung Afrika, noch weiter in den Westen, in den Golf von Aden, bei Djibouti vorbei, ins Rote Meer. Und unser Zielhafen, wo wir eigentlich jetzt schon angekommen sind, ist Kairo. Und dort werden wir an Land gehen und in Kairo damit starten, den Bögen und Pfeilen Ägyptens auf den Grund zu gehen. Weißt du da etwas drüber, lieber Henrik? Ja, also Ägypten ist ja ein nordafrikanisches Land und damit sind wir schon in Afrika. Und mein sehr dickes, großes Buch über Afrika fängt auch genauso mit Ägypten an. Ägypten ist ja uns meistens bekannt eben als sehr alte Kultur, das ist absolut richtig. Und in Sachen Pfeil und Bogen ist es so, dass die Beeinflussung der ägyptischen Waffen zwar hauptsächlich aus der arabischen Welt gekommen ist, aber auch nur in einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten Zeit, darauf komme ich dann auch noch zurück, aus der osmanischen Zeit, weil ab 1688 oder sowas war das ja für über 250 Jahre lang, hat der ganze Nordafrika zum Osmanischen Reich gehört. Also von daher ist die Verschmelzung von Pfeil und Bogen in Ägypten und im Norden, an der Nordküste, hauptsächlich in den Küstenbereich, weil die Osmanen haben sich selbstverständlich wie viele andere Landnehmer nach ihnen weniger ins Landesinnere gewagt, ne? Weil das war Terra Incognita, also unbekannte Gebiete. Man hat keine Ahnung gehabt. Man hat zwar gewusst, da kommt Elfenbein her und da kommt das Gold her, aber ansonsten hat man eben sich auf die Händler und auf die Handelsrouten verlassen. Auch die Ware Mensch kam aus den dunklen Gebieten, aus den unbekannten Gebieten Afrikas Ja. sehr, sehr früh schon nach Ägypten übrigens. Also die Pygmäen, über die wir dann später sprechen werden, waren ein Teil, ein sehr beliebtes Handelsgut für die ägyptischen Herrscher, weil die so gut singen konnten und so schön tanzen konnten. Angeblich, also heute würde man sagen, es ist menschenverachtend, aber damals waren man halt auch menschenverachtender als heute. Teilweise. Naja, wir sehen ja heute auch Menschen beim Tanzen zu. Genau, aber das waren und genau, und wir laden, ja sicher, also zum Beispiel auch der Bauchtanz, das ist etwas, was manche Leute wissen, der kommt ja aus dieser Gegend, ne? Also also Nordost Afrika, Ja, das ist die aber Wiege, also der beste Bauchtanz ist der ägyptische angeblich. Ne? also ich bin nicht so ein Bauchtanzexperte wie du. Aber Ich vielleicht war noch. verheiratet mit einer Bauchtänzerin. Oh, na, da macht man einen eigenen Podcast drüber. Vielleicht noch historisch betrachtet, bis nach dem Ersten Weltkrieg war es osmanisch.
Ägypten, kann man sagen, nicht? Richtig, absolut richtig, genau. Das Osmanische Reich ist erst dann, Erbrochen. genau. In Ägypten aus der Sicht der Menschen, die also sich für Pfeil und Bogen und unser Podcast handelt ja darüber, sich interessieren, in Ägypten kann man sagen, gibt es Kompositbogen seit ungefähr 4500 vor Christus. Ist also nachgewiesen, aufgrund der Wandmalereien und der Hieroglyphen und auch der Fresken, die also in den alten Bauten, ägyptischen Bauten gefunden worden sind. Aber wie kann man von einer Darstellung sagen, ob es ein Komposit oder ein Holzbogen war, ein reiner? Ja, also das ist jetzt das, was also die Wissenschaftler verbreiten. Ich persönlich kann das nicht nachweisen. Aber ich übernehme das jetzt einfach mal so. Ich werde manchmal einfach Sachen übernehmen, die ich selbstverständlich belegen kann, aufgrund der Literatur, die ich verwendet habe. Aber wenn wir jetzt damit anfangen, kommen wir ins Einzelne. Da muss einfach der Zuhörer, Zuschauer und die Zuschauerin, die müssen mir einfach insoweit vertrauen, dass ich das schon auch fundiert, möglichst, also sehr fundiert wiedergebe. Ich vertraue dir auch, aber wenn sich halt solche Dinge ergeben, dann frage ich halt nach. Weil wenn du jetzt Absolut gesagt richtig. hast, weil man welche gefunden hat, dann ist ja auch eine Erklärung, nicht? Absolut richtig. Ja, gefunden wurden wirklich nur Fragmente. Also was mir bekannt ist, sind nur Fragmente, auch von den Pfeilen, nur Fragmente, weil selbstverständlich die Metalle, nicht alle Metalle, aber gerade die Verbundmetalle, die wie Bronze sich lange erhalten, Eisen nicht so lange erhalten, die Steine sich selbstverständlich am allerlängsten erhalten. Von daher sind da, also es sind Steinspitzen werden gefunden, aber die Schäfte dazu werden fast nie gefunden. Es gibt allerdings ein, zwei Funde von Pfeilspitzen also mit Querschneidern. Eine Pfeilspitze mit Querschneidern ist aus einem blauen Stein und eine mit einem Querschneider ist aus einem Obsidian, also schwarzer Stein. Die beiden sind mir bekannt. Also eines ist im British Museum in London und eines ist im Metropolitan Museum of Arts in New York. Diese Fragmente sind bekannt und es ist auch ein Fragment einer Pfeilnocke in dem Zusammenhang bekannt, die ich selbstverständlich auch in meinen Büchern zeige, aber ja, also. Zeig uns noch einmal ganz kurz, bevor wir da richtig einsteigen in das ganze afrikanische Abenteuer, noch einmal das Buch, wo das dann alles drin ist, weil wir gehen ja da quasi nach deinem, muss man ja sagen, nach deiner Enzyklopädie, nach deinem Standardwerk der afrikanischen Lanzen, Bogen, Pfeile, Speere etc. Vielleicht auch für die Zuseher. Ein Speer ist eher etwas zum Schmeißen und eine Lanze ist etwas, was man in der Hand behält, oder? Wenn ich mich jetzt richtig. Das ist richtig. Das ist richtig, genau. Also ich hab jetzt Speere in den Titel geschrieben, um den Titel nicht überzubelasten. Selbstverständlich gehören in meinem Buch die Speere und die Lanzen zusammen. Alles Aber klar. wenn ich dann schreiben würde, Pfeile, Bogen, da müsste ich genau genommen auch sagen, Köcher, da Ja, muss ich sagen, ist klar. Schießhilfen. Und dann wird der Titel so umkampert, wie man auf Bayerisch sagt, dass er wirklich nicht mehr erträglich ist. Verstehe. Aber Gut, wir sind jetzt in Ägypten. auf meiner Webseite ist ja, auf meiner Verlagswebseite ist es ja alles genauer definiert. Und wenn man sich nachschauen will, dann kann man ja auch unter vitase.de, verlag.vitase.de, sich darüber informieren. Ne? So. Oder auch gerne den Hendrik auf Facebook kontaktieren oder auch mich. Wir arbeiten da Genau. zusammen.
Wir geben gerne Auskunft, auch natürlich, wo die Bücher erhältlich sind. Genau. Gut. Wir sind jetzt in Ägypten, in Kairo, sage ich mal. Die Bauchtänzerinnen haben wir hinter uns gelassen und wenden uns jetzt dem ernsthaften Forschungswerk des ägyptischen Bogenschießens zu. Und du sagst jetzt 4000 Jahre alte Kompositbögen aufgrund von Darstellungen, Papyri etc., Hieroglyphen vielleicht. Da Das muss man sagen, das war ja noch, naja, da war schon Bronzezeit, könnte man sagen. ja. Genau. Wobei die Bronzezeit, das ist immer so, also bei allem, was wir hier besprechen, wenn wir von der Bronzezeit sprechen, dann besprechen wir immer von der lokalen Bronzezeit. Das ist wichtig für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Bronzezeit hat in verschiedenen, genauso wie die Eisenzeit und die Steinzeit, hat in den verschiedenen Teilen der Welt in verschiedenen Zeitläufen begonnen, ist parallel gelaufen mit den vorhergehenden und hat zu verschiedenen Zeiten geendet. Das ist wirklich ganz wichtig. Und Handel gab es auch schon vor zigtausend Jahren. Das ist das Nächste natürlich. Das weiß man auch nicht sagen. Absolut, absolut. Und gerade wenn wir uns also ganz kurz, Entschuldigung, mit der ägyptischen Kultur befassen, dann ist gerade der Handel war für die ägyptische Kultur das Allerwichtigste. Das war der staatstragende Moment überhaupt, was es bei anderen Kulturen nicht war. Aber selbstverständlich, wenn ein Land oder ein Gebiet, eine Ethnie an einer Handelsroute, die ja 10.000 und 20.000 Jahre alt sind, bedeutend, also mit die ältesten Routen, denen auch ja Völker gefolgt sind und so weiter, weltweit, Und eben Kairo und Ägypten liegt an einem ganz neuralgischen Punkt, auch wie Jordanien, wo sich diese Handelsrouten zum Teil von Asien her, vom innersten Afrikas und natürlich auch mit dem Mittelmeerraum, das war quasi ein Knotenpunkt. Und ich glaube, so kann man auch diese Hochkulturen und so weiter in diesen Gebieten, in diesen Gegenden ganz. Absolut, absolut. Die sind Das hat reich natürlich zu geworden. Reichtum geführt und wenn man reich ist, dann kann man was erfinden und was bauen und Na, wo man. wenn man reich ist, dann möchte man gerne reich bleiben, weil es gibt ja immer andere Völker, die gerne etwas von dem Reichtum haben wollen und nicht nur durch Handel, sondern durch kriegerische Handlung. Und von daher braucht dann jeder Reiche irgendwann mal oder jeder irgendwann mal eine Bewaffnung oder eine Bewährung. Oder eine Fortifizierung, also ein Wehrbauten, um sich gegen diejenigen, die also Interesse haben an dem Reichtum, sich zu schützen. Und das wiederum, und auch das ist ganz interessante Sache, dass die Ägypter, um wieder zurückzukommen zu Pfeil und Bogen, fast kein eigenes Heer gehabt haben. Es gibt also nur eine kurze Zeit, in der also ein sogenanntes ägyptisches Heer bestanden hat, aber selbst dieses Heer hat zu 95% aus Legionären, hauptsächlich aus Nubiern, das sind also Nubier sind also auch nordostafrikanische Ethnie. Das ist ein sehr kriecherisches Volk bis heute und die haben wiederum ihre Kultur auf die Einnahmen von den Legionären fundiert. Ne? Das ist hochinteressant, wie das alles zusammenhängt. Ja, naja, und Und es war damals so wie heute quasi auch Monumentalbauten, Fortifizierungen, große Streitmächte bewahren ja schon ohne Kampfhandlungen vor Angriffen, weil wenn der die Pyramiden gesehen hat, der hat gesagt, na, die braucht man nicht angreifen. Wenn wer sowas bauen kann, Finger weg sozusagen. Es ist immer auch eine Prestige und eine, wie sagt man, psychologische Kriegführung auch immer dabei. absolut, absolut, absolut. Genau, also die zur Schaustellung oder Darstellung des Reichtums Und der Wehrhaftigkeit.
ist einhergegangen mit der Annahme, dass dann auch die Wehrhaftigkeit da ist, weil die konnten einfach das Geld, das sie durch Handel verdient haben, das konnten sie dann wiederum in ihre Soldaten stecken. Ne? Und Soldat, das Wort kommt ja aus Sold, also ein Bezahlter, ein Legionär praktisch. Ne? Und jetzt, um auf Bogen und Pfeil zurückzukommen, das heißt, was war jetzt, reden wir halt jetzt von 3000 Jahren, wir müssen bei 4000 anfangen vor Christus, sondern, oder was war jetzt das Besondere, aus welchen Hölzern oder wie du sagst, auch zum Teil Komposit oder was kann man darüber sagen, auch über Pfeile oder Köcher oder sonstige Behilfs. Genau, Falls du da auch Bilder hast, kannst du ja da gerne zur Erklärung was einblenden, wenn du magst, Hendrik. Also ich zeige es mal erstmal zwischendurch nochmal die nordafrikanische Völkerkarte. Das ist, damit man sich so ungefähr mal erstmal orientieren kann. Genau, Das bitte ist, darum. die gebe ich jetzt mal hier kurz frei. So, jetzt sieht man den oberen Teil von Afrika. Rechts dieses Gelbe ist Arabien. Es sind die arabischen Völker. Das ist eine Völkerkarte. Ja. Und dann ist also unter dem Wort Meer, mittelländisches Meer, also Mittelmeer, unter dem Meer, da ist Kairo. Da ist Ägypten. Da ist dann auch fließt auch ist das Nildelta, also eben ein früher auch heute noch sehr fruchtbares Gebiet. Und das hat alles zusammengeholfen, dass man eben reich werden kann. Ne? Und dann Eben sieht auch man, die geografische Lage, weil dort sich alle Routen getroffen haben, genau, sozusagen. da hat sich alles getroffen. Also da hat sich das getroffen, was auf dem Landweg vom Roten Meer ins Mittelmeer wollte. Damals hat es ja noch keinen Kanal gegeben. Und alles, was von Afrika zu den arabischen Ländern wollte, muss dadurch, ja, also außer die von unten, also die Somalis, also das in Orange Ja. rechts gezeigt, das sind also da kamen aber die die Krieger her, die dann in der Armee der Ägypter. Die natürlich auch ihre Bogen- und Pfeiltechnologie mitgebracht Absolut, haben. absolut. Also die Ägypter, würde ich jetzt einfach mal sagen, haben Pfeil und Bogen eh nicht erfunden, sondern die haben das immer mitbenutzt von den jeweiligen dominierenden, ich mache jetzt die Karte wieder weg, von den dominierenden. Warte mal, wie macht man das wieder weg? Naja, das ist so wie heute, ganz einfach. Ich nehme jetzt nur ein Beispiel her. Jetzt ist Österreich ein winziges Land. Trotzdem hat es die Glockpistole bis ins hinterste Land der Erde geschafft. Also wenn irgendwas ein erfolgreiches Konzept ist, ein vernünftiges, sagen wir mal, überlegen ist, dann setzt sich das durch. Und Genau. natürlich haben die das auch überrissen, schon damals, wenn jetzt die somalischen oder die sudanesischen Bögen besser waren, dann werden die nicht bei den, weil gerade die Glock ist ein gutes Beispiel. In Amerika gibt es Waffenschmieden und Waffenhersteller zuhauf. Aber auch in Amerika ist zum Beispiel die Glockpistole Standard mehr oder weniger mittlerweile. Also dann setzt sich auch was Fremdes relativ leicht und schnell durch, wenn es besser ist. Genau, das ist richtig. Und jetzt zeige ich jetzt nochmal ganz kurz eine geografische Karte, damit man, da sieht man auch oben, wo also das Nildelta ist, da ist es grün. Ja? Das ist wirklich, da sieht man ganz genau, warum Ägypten so ein wichtiges und reiches Land gewesen ist. Ja, das haben wir ja schon erläutert, Hendrik, warum an der Genau. geografischen Lage, Nildelta, man sieht da jetzt ganz deutlich, alles andere ist braun und das ist ein grüner Zipfel dort, Genau. das ist ein grünes Dreieck, wie ein Delta ist. Gut, so, Gut. was ist jetzt das Also Besondere? die Bogen, die waren also Haupt. Es es wurde es also es wurden wurden Beweise von für die Existenz der
eine 6000 Jahre, mindestens 6000 Jahre währenden Existenz von Composite-Bogen, also von zusammengesetzten Bogen aus verschiedenen Materialien, die waren, aber das war eher ein kleiner Teil. Und der Hauptbogen war ein Langbogen mit leicht deflexen Enden, also dem Schützen zugeneigten Enden, damit der Sehnenstand höher ist, ne? Das war praktisch ein gerader Stecken, der aber oben und unten leicht abgebogen war. Und das sieht man eben auch auf den ganzen alten Darstellungen, dass dieser Bogen, Ja, der der sicher schon fast jeder auch gesehen auf diesen ägyptischen Darstellungen. Einerseits gibt es diesen Angular Bow, oder der so spitz ist in der Mitte in der Griffzone. Und dann gibt es eben diese Langbögen mit diesen. Mir erschließt sich noch immer nicht, dass mit dem in die falsche Richtung sozusagen gebogenen Recurves. Aber ja. Ja, aber das ist halt, ja, ich zeig das nochmal ganz kurz, wie die Darstellung, siehst du es jetzt? Da sieht man jetzt zum Beispiel alte Darstellungen, Zeichnungen von alten Darstellungen von diesem Bogen. Ne? Und das ist einfach, Ja. das war halt die Form, die halt auf Wandreliefen und so weiter abgebildet worden ist. Ne? Alles klar. Also hier sieht man auch, da links auf dieser Jagdplatte von die im Louvre Abydos, genau. Paris ist, da sieht man auch diesen wahnsinnig starken Bogen, der also in der Mitte nochmal zum Griff, also der Griff zur Sehne hin gebogen ist. Das ist unglaublich. Ja, aber das widerspricht ja fast dieser Aussage, dass sie diese Bogenenden so gebogen haben wegen der Standhöhe, weil dann haben sie umgekehrt wieder die Mitte. Richtig, richtig. Diese Bogen waren nicht wegen der Standhöhe. Die anderen, die ich gezeigt habe, das sind diese Bogen, der oben links und den er über die Schulter hat. Aber die anderen stark nach innen gebogenen, hier auf dieser Tafel, die sind alle irrsinnig stark nach innen gebogen und von diesen Aber Bogen die haben. Enden sind zum Schützen hingebogen, ebenfalls, das meine ich. Ja, das ist irre, das ist absurd und ich verstehe es auch nicht, warum das so war. Aber da ist die Abbildung und da habe ich eben auch zwei Bogen aus der Tschad-Gegend, die genau exakt so gebogen sind. Diese Bogenbiegung hat sich nicht durchgesetzt anscheinend in dieser Zeit wohl schon eine Zeit, sonst wäre es ja nicht dargestellt worden. Aber im Tschad gab es eben bis 1900 auf alle Fälle solche Holzbogen mit Ledersehne und ich habe zwei dieser Bogen habe ich. Und das ist genau exakt diese Bogenform, die hier gezeigt wird. Ja, Absurd, für uns unverständlich, aber oben rechts sieht man jetzt zum Beispiel den normalen geraden Bogen, wo die beiden Enden zum Schützen hingebogen sind. alles klar. Den Also das verstehen wir auch. halt, ja. Das können wir auch verstehen. Aber das andere kann ich zumindest nicht verstehen, Die warum. Erklärung mit der Standhöhe, das ist 100. Genau. Es kann nicht so sein, weil eben dann würden sie ja nicht die Bogenmitte noch näher an die Sehne drücken. Genau. Also das sieht man, hier sieht man auch diesen normalen Langbogen, der Ja. also Der die hat ein bisschen Recurve sogar, wenn ich den da jetzt so sehe. Genau, das ist ein minimaler Recurve. Der linke hat einen Reflex-Deflex-Biegung. Das ist ein leichter Recurve, genau. Oder eben ein Langbogen. Ne? Perfekt, perfekt. Ja. Also von daher, das ist also das eine. Aber selbstverständlich über die Jahrtausende und auch gerade über die Zeit, in der also dieses Gebiet und auch in eben auch Ägypten und Kairo zum Osmanischen Reich gehört hat, da war selbstverständlich die osmanische Bogenwaffe, war die dominierende Bogenwaffe. Und dann gibt es also dann Verschmelzungen und Verquickungen, die jetzt auch im Nachhinein schwierig nachzustellen sind. Ich habe jetzt noch eine Frage, weil mir das jetzt gerade eingefallen ist mit Kompositbögen.
Ich meine, normalerweise versteht man darunter, also wir Bogenschützen zumindest, einen Bogen, der aus verschiedenen, sage ich mal, Werkstoffen zusammengesetzt ist. Wenn ich jetzt ein Backing anbringe aus Sehnen oder Haut oder was auch immer, ist das dann auch schon ein Kompositbogen? Ich würde sagen, nach der Definition ja. Okay. Und wenn ich eine Wicklung über den ganzen Bogen, wie es auch gibt, ist das dann auch schon Dann Komposit? würde ich, dann würde ich, dann würde ich sagen, es ist kein Kompositbogen, sondern es ist ein verstärkter, ein durch eine Wicklung verstärkter Bogen. Okay, Also okay. wenn es aber auf einer Seite Rohhaut-Backing oder ein Horn-Backing aufgelegt wird, dann würde ich schon zu Kompositbogen neigen. Alles klar. Gut, ja, also was wir jetzt bis jetzt, wenn ich das rekapitulieren, Kapitän, das heißt natürlich als Schmelzpunkt der Kulturen, Handelsplatz aus allen Richtungen, aus dem arabischen Raum, aus dem osmanischen Raum, aus dem schwarzafrikanischen Raum, aus dem Süden, aus allen Ecken. Und wir wissen gar nicht, ob nicht über den Mittelmeerraum auch Ja, ein Schiff natürlich, vorbeigekommen ist. selbstverständlich. Selbstverständlich, ja. Genau. Und was kann man jetzt noch einmal, die Hölzer, was waren da hauptsächlich, jetzt reden wir jetzt von den wirklich ägyptischen Bögen, weil wir wissen jetzt, wie die osmanischen sind und so weiter. Aber was kann man da sagen? Hölzer ungefähr, irgendwas, Pfeile, was für Holz ungefähr, weiß man da was? Also, was ich durch meine Recherchen herausgefunden habe, das ist so, dass es wird zwar ein Rohrpfeil, es werden Rohrpfeile erwähnt, also Schäfte aus Rohr, aber an den Rohrschäften waren normalerweise die Spitzen, zumindest also vor Tausenden von Jahren, die Steinspitzen auch nicht direkt befestigt, weil sonst wäre das Rohr ja sofort gespalten worden, sondern da wären dann Vorschäfte gewesen. Aber der Fund, diese beiden Funde mit den Querschneidern, das sind, soweit ich weiß, Fichtenschäfte. Also das ist normales Holz, also ja, Nadelholz. Kann auch, Ohne Fichten. nicht, ja, Fichte, aber es kann auch eine Kiefer gewesen sein und die Verbreitung der Flora vor 6000 Jahren war selbstverständlich anders als die heute. Also von daher ist das alles, das ist ein Gebiet, auf dem man unheimlich in die Tiefe gehen kann. Das habe ich teilweise versucht, wenn ich gemerkt habe, aber das wird jetzt aber nicht mehr meine Leser nicht mehr interessieren, dann habe ich auch wieder aufgehört und habe dann halt, bevor ich dann irgendwelche Vermutungen von mir gebe, was ich ja absolut versucht zu vermeiden, weil Vermutungen kann jeder haben. Es Das geht ja. machen die Archäologen schon genug. Genau. Also da, ja. Was Aber. mir noch einfällt, entschuldige Hendrik, was mir noch einfällt ist, wenn man da in der Gegend ist, dann muss dann ja noch ein Holz einfallen, nämlich die Zeder, Libanon-Zeder, Genau, Libanon, kennen wir naja, die Bibel, Bauholz etc. genau. Es kann auch sehr gut sein, dass es Zedernholz ist, diese beiden Schäfte, die da gefunden worden sind. Also Schaftfragmente, wie gesagt, Schaftfragmente. Aber es ist gerade in Afrika und gerade in Nordostafrika und auch wenn wir zu den Nubiern kommen später mal, ist es so, dass durch das, was gefunden worden ist, das waren ja alles dann Gräber. Es sind sogar von den Grabräubern fremde Teile mit eingebracht worden, weil die haben ja auch ihre Waffen mitgebracht. Die waren ja bewaffnet. Dann haben sie teilweise ihre Waffen nicht mehr mitgenommen, weil sie na, ohne Schmarrn. Also es ist nachgewiesen, da kommen wir auch später, wenn wir also zum Beispiel zu den Wikingern kommen und also zu den Varägern. Also hochinteressant, wie Pfeilspitzen und Waffenteile über Tausende von Kilometern und kulturübergreifend in Gräbern gefunden worden sind, die in alten Wikingergräbern im heutigen Schweden
sind Pfeilspitzen aus osmanischen und byzantinischen Gebieten Ja, gefunden das worden, glaube ich sofort, weil das nach können ja auch, Gebiete. Selbstverständlich. Vitrophäen gewesen sein oder Orden. Absolut, waren Trophäen und waren Geschenke. Und es ist auch gerade mit den dreiklingigen, dreischneidigen Pfeilspitzen in Frankreich, die sind teilweise also gefunden worden an Stellen, wo die nie benutzt worden sind, die aber mit eingebracht worden sind durch Handelswege und so weiter. Und auch, also es gibt, gerade in Afrika gibt es, also in Nordostafrika gibt es Nachweise von Pfeilspitzen der Grabräuber. Das ist hochinteressant, das Ganze. Nicht, ob das jetzt glaubst oder nicht, ist ja scheißegal. Ich habe die Nachweise, ich habe die Literatur, die Nachweise, dass es das gibt. Also die Vermischung Das ist die von Erklärung der Archäologen, warum diese Spitzen in diesen Gräbern waren, weil die müssen dann Grabräuber ja, zurückgewiesen aber haben. irgendjemand muss ich glauben, und ich glaube einem seriösen Archäologen. Das nehme ich einfach mal an. Das ist dann State of Art. Das ist das Wissen, das wir momentan haben. Dass sich das Wissen, das wir momentan haben, verändern kann und wird eventuell, davon kann man ausgehen. Also das Wissen ist ja Alle ein seriösen Archäologen haben wie heißt er schnell, den Schliemann ausgelacht, oder? Alle haben den Schliemann ausgelacht, er träumt von Troja. Alle seriösen Archäologen. Nur so Na viel. klar, seriösen Archäologen dieser Zeit. Genau. Dieser Zeit, richtig. Und aber irgendwann einmal, heutzutage kann man selbstverständlich Sachen nachweisen, die man vor 100 Jahren nicht nachweisen konnte, allein an der Altersbestimmung und so weiter. Wir haben heute Techniken, die selbstverständlich auch dem Archäologen neue Felder eröffnen. Und das bringe ich so aktuell wie möglich auch in meinen Büchern immer rein. Ich schreibe nicht nur das ab, was vor 100 oder vor 200 Jahren gesagt worden ist. Ich verfolge das immer bis in die heutige Zeit. Und wenn es also eine ganz aktuelle Neuigkeit auf dem Gebiet gibt, dann fließen die in meine Bücher ein. Nur meine Bücher sind auch irgendwann einmal geschrieben worden, also haben auch eine Vergangenheit. Und Natürlich. es kann sein, dass nach dem Erscheinen einer meiner Bücher was Neues gefunden worden ist. Und Logisch, das wie bei kann ich. jedem Werk, So ist es. Ja, so Lexikon. ist es. Genau. Genau. Alles klar. Und So. Also was kann man jetzt sagen? Gibt es da also verschiedene Hölzer, die alten Steinspitze entweder auf Vollholzschäften oder auf Vorschäften aus Vollholz mit Rohrschäften. Ne? Genau. Und Befiederungen keine erhalten aus der ganz alten Zeit keine erhalten. Das haben die Motten und die Zeit vernichtet, und ja, Ganz so klar, ist es eben. ganz klar. Ich glaube ja auch im Grab von Tutanchamun sind Bogen und Pfeil gefunden worden und Köcher etc. Auch Genau. da weiß man jetzt auch wieder nicht, waren das Gebrauchsgegenstände oder waren das wieder extra als Grabbeigaben schon hergestellte Dinge. Ist alles immer schwierig. Wahrscheinlich elitäre Waffen, elitäre Pfeile, elitäre Köcher und elitäre Bogen. Weil warum soll man dem Pharao irgendwelche Pfeil und Bogen von irgendwelchen Fußsoldaten dazulegen? Also das ist Aber ob alles das jetzt immer. natürlich wiederum repräsentativ für die Kultur ist, ist noch einmal wieder zweite Frage, weil das können ja speziell gefertigte Grabbeigaben wiederum Absolut, sein. Das absolut. weiß man alles genau nicht. Zum Beispiel die Eisenverarbeitung. Die Ägypter waren keine Eisenverarbeiter. Die haben kein Eisen verarbeitet. Die haben teilweise Roheisen bezogen durch Handel, das selbstverständlich, und haben das dann weiterverarbeitet. Aber die waren anderen Metallen mehr zugetan, weil das einfach schöner war. Ne? Und geglänzender war und auch wertvoller war im Handel. Ne? Aber warum soll man mit Eisen handeln, wenn man mit Bronze und mit Gold und Silber mehr verdienen kann? Ne?
Aber die Waffenfähigkeit des Eisens war denen selbstverständlich auch bekannt, aber die Eisenverhüttungen, also die Eisenherstellung aus dem Erz und aus dem Rasenerz und aus der Erde, das ist eine Domäne, die sehr wohl aus Afrika kommt. Mit die ältesten Verhüttungen kommen aus Afrika, die auch relativ schnell dann über das Rote Meer in die arabischen Länder gekommen sind und auch über den Handel. Und von daher eben gerade so Mesopotamien und so weiter sehr früh dann auch Eisen und andere Metalle verarbeitet, selbst auch verhüttet hat. Ja? Und dann wiederum in die anderen Gegenden der Welt verteilt. Alles klar, was gibt Das es ist. noch zu sagen in dem Zusammenhang? Na, im Prinzip ist Ägypten jetzt so nichts wahnsinnig interessant. Von der Alleinstellung, von den Alleinstellungsmerkmalen her nichts besonders interessant. Weil es eben kein Volk war, das lange in Abgeschiedenheit von anderen Völkern gelebt hat, sondern es war sehr früh ein Nabel der Welt. Und da wurden halt alle möglichen Sachen reingetrieben, sind durchgewandert. Und Daher für kann man mich dann nicht, jetzt ja, daher kann man nicht leicht sagen, das ist jetzt typisch oder so, weil das jetzt ägyptisch. Ja, und genau. Was ist der ägyptische Pfeil? Was ist der ägyptische Bogen? Kann man eigentlich, würde ich sagen, kann man nicht sagen. Man kann sagen, ist der nubische Bogen und Pfeile, die also ein Großteil der Heere, also der Soldaten gestellt haben über viele, viele Tausende und Jahre. Aber da weiß man, also wenn man solche Sachen auf ägyptischem Boden findet, weiß man, dass es eben ein nubisches Relikt ist und kein ägyptisches, ne? was ich vielleicht noch, wenn wir jetzt in Ägypten sind, anmerken will, weil du zuerst auch gesagt hast, naja, aufgrund von Hieroglyphen und Texten und so weiter. Und ich habe mich da ein bisschen so mit den Dingen befasst. Und es ist natürlich bei jeder, ich weiß jetzt den Fachausdruck nicht, aber so wie die Hieroglyphen sind oder auch die chinesischen Schriftzeichen, die meisten, das sind ja nicht Wörter und Sätze. Was ich damit sagen will, da ist oft sehr viel Interpretationsspielraum auch bei diesen Texten, was nur aus dem Kontext hervorgeht, wie dieses Zeichen oder dieses Symbol gemeint ist und so weiter. Das ist äußerst Es sehr sind vage. Bildsprachen. Es ist eine Genau, Bild Bildzeichen, genau. Ja, Bildsprachen. genau. Gut, das heißt, in welche Richtung bewegen wir uns denn dann weiter? Ja, jetzt, wenn wir nach Afrika kommen, dann müssen wir jetzt erstmal durch die Wüsten, also Oh, durch die heißen. da muss ich jetzt meine Hafenklamotten von Kairo ausziehen Würde ich und empfehlen, Outfit einen wechseln. Sonnenhut. Genau. Das ist also der Hut der Wahl. Ich würde jetzt von Kairo aus, also von Ägypten aus, nach links, also nach Westen mich bewegen. Richtung Libyen. Genau, und da kommt also. Da kommen so Länder, Da kommt einmal die eine kommen große die, Wüste, da glaube ich, kommt oder die die Libyen. Sahara, da kommt die Sahara. Da ist erstmal, also die Sahara hat selbstverständlich auch verschiedene Klimaereignisse erlebt und die war auch mal relativ grün, aber das ist schon lange, lange, lange her. Und ist Da gibt es, das muss ich jetzt einwerfen. Da gibt es einen, weil es ein Österreicher ist, da gibt es einen sehr bekannten, sehr berühmten Österreicher, nämlich den Ladislaus Almaschi, der dieses Buch geschrieben hat, Schwimmer in der Wüste. Und der war ja das, der diese Oase Sasura in der Sahara entdeckt hat, wo man zum ersten Mal nachweisen konnte, dass die Sahara früher grün war, weil dort eben Darstellungen von, darum heißt das Buch Schwimmer in der Wüste, von Wasser, von Kulturen, wo es halt Sahara ist. Also ich glaube, so die Schulmeinung ist ungefähr so 12.000, 13.000, 10.000 Jahre herum kann man annehmen, dass die Sahara noch grün war und dann erst mit der Genau. Zeit verwüstet ist.
Ja, und das, da war selbstverständlich schon längst Menschen dort unterwegs, ne? Also und die haben ja auch ihre Bewaffnungen und ihre Pfeile und Bogen und diese ganzen Sachen gehabt und haben auch Eisen verhüttet und. Also hat alles stattgefunden. Und das ist etwas, was man einfach wissen muss. Und was also jetzt in der Sahara, sagen wir, auf diesem Gebiet der Sahara hervorsticht, das sind die Funde von steinernen Pfeilspitzen. Also bevor also die Metalle durch Afrika gezogen sind, oder durch die Sahara gezogen sind, war in der nordafrikanischen Steinzeit, aus der nordafrikanischen Steinzeit gibt es also eine sehr interessante Menge an Steinpfeilspitzen. Und diese steinernen Pfeilspitzen sind auch, kann man auch nicht anders erwarten, wirklich anders, ganz anders als viele Steinspitzen der Welt. Also die unterscheiden sich teilweise gravierend. Also es gibt da auch wirklich Steinspitzen, die sonst nirgends in der Welt formen, die nirgends in der Welt gefunden worden sind. Das ist sehr interessant. Bleiben wir beim Material. Du sagst Steinspitzen. Was für Steine wurden da verwendet in der Sahara oder in diesen, ja, nordafrikanischen Gebieten? Ich zeige jetzt erstmal ganz kurz eine Karte, wo man sich so ein bisschen zurechtfindet, wieder mal wo. Also in Afrika gibt es genau genommen zwei Gebiete, in denen überhaupt Pfeilspitzen gefunden worden sind. Das macht die Sache für mich jetzt wiederum leichter. Da bin ich also froh drum. Also ganz genau genommen gibt es drei Gebiete. Wobei also das Gebiet des heutigen Marokko die Pfeilspitzen nicht aus Marokko kamen, sondern aus dem spanischen gegenüberliegenden Kulturreich. Also die sind da mitgekommen. Das wird Welche inzwischen Steine? nach. Welche Steine war die Frage? Und das waren auf der einen Seite selbstverständlich, falls vorhanden und falls durch lokalen Handel zu erreichen, waren es Feuersteine, also Feuerstein, Flint, richtig, also Feuerstein, die verschiedensten Flintarten, aber auch schieferähnliche Steine, also Schiefer, auch richtige Schieferspitzen Ist er nicht weich? und auch. Ist er nicht Na, weich? das, nee, nein, es gibt vollkommen ganz verschiedene Schieferarten. Das ist sehr interessant. Also übrigens, also auch in Nordamerika von den Eingeborenen wurden auch schwarze Schieferarten verwendet für Speisspitzen und auch von den Eskimos, die wirklich sehr hart sind. Also es ist nicht immer der Schiefer, der bei uns gefunden wird, der hauptsächlich für die Dächer hergenommen worden ist. Sondern es ist ein bedeutend härterer und viel, viel homogenerer Schiefer. Aber gehört noch zu den Schiefern, also Weil zu für den Steinen. gewöhnlich sagt man ja, für Pfeilspitzen sind am besten alle diese Steine geeignet, die einen muscheligen Bruch erzeugen, weil da kann ich wirklich schneiden, brechen. Naja, Wie sieht es denn auf einer die anderen werden vorgebrochen und werden dann geschabt, also geschliffen. Also ein ganz Geschliffen. anderes Prinzip als Obsidian und Feuerstein, ist das ganz was anderes. Absolut anders. Absolut anders. Und das ist, aber trotzdem werden diese beiden Arten gefunden. Und es sind jetzt, also ich hab selbstverständlich, wie es sich gehört, habe ich auch die verschiedensten Arten da.
Und das sind alles Originale, die ich habe. Ich habe auch Repliken, aber das ist jetzt kein Schiefer, sondern es ist ein Sandstein. Ist ein Sandstein, ist ein auf beiden Seiten, also der ist gebrochen, geknipst, aber auch poliert. In der Mitte gepoliert und auch die Steilkanten ein bisschen poliert, aber dadurch, dass es auch ein alter Stein ist, der ist aus der Sahara. Aus der Gegend, also aus Mali, aus dem heutigen Mali. Ist schon fast Sub-Sahara, muss man sagen. Das ist schon am südlichen Ende der Sahara. Ja, pass auf, ich mache mal kurz eine Freigabe von der Landkarte, um nochmal zu zeigen, wo wir uns befinden. Also, siehst du die Landkarte? Links ist Mauretanien, die rote Grenze. In der Mitte ist Mali. Oben rechts ist Algerien. Unten ist der Niger und Burkina Faso. Also, das ist aber alles, das ist praktisch, ich würde sagen, Südsahara. Ja, genau. Oder? Was man da noch anmerken muss, ist eben zum Beispiel Timbuktu war auch so ein Sammelpunkt, oder? Es war eine sehr reiche Stadt schon sehr früh und sehr zeitig. Richtig, und Timbuktu ist Mali, ne? Genau, ja. Also das, weil teilweise sieht man das vielleicht nicht so gut auf der Karte, aber hier ist Timbuktu ist hier links unten unterhalb dem Namen Mali. Genau, Ne? genau. Jetzt mache ich mal kurz die Dinge wieder weg, die Freigabe wieder weg. So. Also das ist jetzt ein Stein, der eben nichts mit Flint zu tun hat. Aber selbstverständlich gibt es gibt ein Phänomen in der Sahara, und zwar im nördlichen Niger, dass unglaublich kleine Pfeilspitzen gefunden wurden. Schön ist In das. jeder Form, also teilweise auch, also wirklich hochinteressante, feine Formen, das sind alles alte Pfeilspitzen. Das sind alles, also reine Sahara und Sahara-Pfeilspitzen. Da zeige ich euch mal den Zuschauern mal kurz die Größenverhältnisse. Das ist unglaublich, wie übrigens auch, das sind auch hier Querschneider, die aus einem dunkleren Flint gemacht worden sind, auch original. Sehe ich, ja. Solche Querschneider waren auf den ägyptischen Pfeilspitzen. Ne? Verstehe. Das ist aber kein. Ist aber, Was sich mir nicht so erschließt, ist zum einen, dies eben warum manche Pfeilspitzen so klein sind, weil in Wirklichkeit alle Bogenjäger oder die sich damit befasst haben, wissen natürlich, je größer der Schnitt, desto größer die Wunde, desto schneller kann ich die Beute finden. Andererseits, ja, vielleicht, wenn ich nicht so leistungsstarke Bögen habe, oder es kommt eben auch vielleicht aufs Wild drauf an, dass ich jage, weil für Kleinwild sind diese kleinen Spitzen natürlich auch, aber da würde der große auch funktionieren. ja, das ist wirklich eine Frage. Das ist eine Frage, die ja die Archäologen selbstverständlich nicht beantworten. Jetzt zeige ich euch mal eine andere Spitze, die schon relativ, ich habe es euch die kleinen gezeigt. Die hier ist relativ groß. Nein. Ne? Also ihr seht es mal im Verhältnis zu meinen Fingern. Gut, ich habe große Hände, Winzig. aber das ist eine winzige, aber wunderschöne Pfeilspitze, also von ihrer Form her, Ja. ist sehr anmutig und in der Mitte auch relativ dick. Ja. Ja, also das ist eine wunderschöne Pfeilspitze. Aber das ist jetzt auch so ein ganz anderer Flint als der, den man bei uns findet. Und jetzt zeige ich nochmal eine Flintspitze, die aber auch nicht typisch ist bei uns. Das ist jetzt die Rückseite von der Flintspitze, die ist ganz glatt und die ist nur zweimal beschlagen Gebrochen. worden, links und rechts. In der Mitte ist die Rippe und dann sind hier noch zum Befestigen mit Sehne
sind dann noch zwei Kurven reingeschnitten. Das ist auch eine Spitze, die aus der Sahara kommt. Und dann gibt es also auch einen dunklen, also die genaue Provenienz, bitte, ich kann die alle belegen. Ich habe die aber wirklich in anderen Ordnern. Ich schreibe, das will ich vielleicht auch noch ganz kurz sagen, ich schreibe an einem neuen Buch, einer großen, dicken Enzyklopädie der Pfeilspitzen. Und darin sind also die ganzen auch Steinpfeilspitzen drin. Das ist jetzt auch eine kleine Spitze, aber eine wunderschöne Spitze aus einem dunklen Steinmaterial, der eher wie ein dunkler Schiefersplint aussieht. Also das ist ganz was Interessantes, aber es ist kein Ich bestelle Obsidian. schon mal ein Buch vor. Wie wird denn der Titel sein von dem neuen Buch? Enzyklopädie der Pfeilspitzen. Enzyklopädie der Pfeilspitzen der Welt. Kann Aber man das schon dauert noch. Vorbestellungen aufgeben? Nein, nein, das dauert mindestens noch ein Jahr. Also bis ich das, ja, also oder ein halbes Jahr, aber ich bin schon relativ weit. Auf Die kann jeden man Fall, schon das ist eben bestellen. ein. Nein, kann man nicht bestellen. Ich lass vorher auch nichts bestellen. Da bin ich eigen. Weil wer weiß, ob ich das überhaupt erlebe. Und wenn ich Sind dann wir nicht mehr da bin, dann. so streng mit den Lesern? Ich bin streng mit den Lesern, weil wenn ich das nicht erlebe, dann stehe ich in der Bringschuld. Dann zeige ich hier noch, also die Steine, weil die Frage nach den Steinen, da zeige ich auch nochmal, sieht man aber jetzt nicht, die muss ich rausnehmen. Also diese Sandsteinart, die habe ich ja gezeigt. Und dann gibt es halt so flintähnliche Steine. Das sind alles Steine, die halt in der Sahara vorkommen. Ne? Und da gibt es die verschiedensten und unheimlich interessante Formen in groß und klein. Eben auch wieder ganz kleine Spitzen. Die Spitze ist wieder ganz klein. Aber alles ganz interessante Formen auch. Ja. Ja. Ne? Also diese Mit Zünglein, den, das ist keine afrikanische. mit diesen Also diese. Querschneidespitzen, das hatte ich mir auch noch nicht, das ist mir auch immer so ein bisschen rätselhaft, ob das nicht auch so Kleintier, so Kleinwild, Niederwildspitzen waren. Weil natürlich auf Kosten der Durchschlagskraft geht diese breite Schneide vorne schon, das ist ganz klar. Aber die breite Schneide reißt eine riesige Wunde. Also die Wunde, die so ein Querschneider reißt, ist bedeutend größer als eine spitze Wunde, als eine spitze Spitze. Also Ja, das. aber da bis zu einer gewissen Größe des Wildes natürlich, weil wenn ich eine massive Rippe damit treffe, natürlich gibt es auch Querschneider, die Rippen abschlagen können wahrscheinlich, aber ja, je spitzer und stromlinienförmiger, desto bessere Durchschlagskraft, das ist ja klar, würde ich sagen. Genau. Jetzt zeige ich noch eine Spitzenform, damit man eben sieht, wie variantenreich hier dieses Gebiet ist. Das ist auch eine Spitze aus der Sahara. Das ist der Wahnsinn, wie fein, das ist ja eine größere Spitze, wie fein die gearbeitet ist. Ne? Ja. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das ist unglaublich. Ja. Also es gibt da eine ganz große Breite von Steinspitzen und die sind eben auch die gibt es nicht nur einmal, sondern die gibt es auch hier. Das ist nochmal so eine auf einer Seite so geschlagen, auf der anderen Seite glatt. Also eine relativ einfache Form, aber trotzdem sehr attraktiv. Oben die Spitze auch noch leicht gesägt. Die Kante noch leicht gesägt. Kleinere Brüche drin, ja. Genau. Also es ist technisch hervorragend. Und du weißt ja wahrscheinlich, oder die Zuseher und Zuschauer und Zuschauerinnen wissen ja eventuell, wie schnell man so eine Spitze machen kann, wenn man ein geübter Flintknapper ist, dann lässt sich so eine Spitze innerhalb von 10 Minuten machen. Ja, habe ich schon gesehen mit eigenen Augen. Ja, es geht schnell, wenn man es kann. Und wenn man es kann, dann eine einfache Spitze, das ist eine Sache von 5 Minuten. Und da ist, das geht bedeutend schneller und sie ist eventuell
Sie ist halt nicht haltbarer, ne? Weil klar, wenn sie mal irgendwie einen Knochen trifft, dann ist sie kaputt. Aber sie ist halt unheimlich schnell hergestellt. Sie ist sehr dauerhaft, sehr hart und auch wenn man sie bald verwendet, was ja wohl gemacht worden ist, ist die Schärfe halt auch sehr hoch. Die Ich Schärfe glaube, der ist bei Schärfste ist halt da trotzdem noch Obsidian, weil es am nähersten beim Glas ist. Weil Obsidian ist ja eigentlich so ein Vulkanglas. Also alles, was je dichter, je glatter sozusagen, würde ich sagen, die schärfsten klingen. Ich habe mal gehört, das haben sie mir in Amerika, in Idaho erzählt, dass es in Idaho einen Chirurgen gegeben hat oder noch gibt, der Gehirn- und Augenoperationen mit Obsidian-Skalpellen Das ist üblich, das ist üblich. vorgenommen hat, weil der Schnitt viel feiner ist und die Heilung viel schneller vonstatten geht, weil die Schnittkante, die Schneidkante nicht so Absolut. ausgefranst ist wie bei einer Stahlklinge zum Ja, das Beispiel. ist auch bei uns in der Augenchirurgie auch üblich. Und Heute auch haben im wir schon Orthopäden. Laser und so, ja. Naja, aber das, weil eben die Schneidhaltigkeit, es ist nicht so scharf wie eben ein Flint- oder ein Obsidianabbruch. Ja, also eben keine Schneidhaltigkeit, aber die Schneidfähigkeit, da kann man kein Metall, da kann man kein Eisen verwenden. Also das ist alles weniger scharf am Schluss als Obsidian oder Flint. Gut, also die Querschneider, du hast vorhin von den Querschneidern gesprochen, da gibt es selbstverständlich auch größere, auch wieder aus der Sahara zeige ich einen größeren Querschneider. Ja, also es ist Alles auch, klar. Ich der ist habe auf jetzt einer eine. Seite mehr poliert und auf der anderen Seite wieder mehr. Ich habe jetzt noch eine allgemeine Frage. Diese Steinspitzen, sage ich mal, beziehungsweise auch diese Kulturen da in der Sahara, also jetzt nicht in der Südsahara, Mali, Sahelgebiet, das müsste ja stammen quasi noch eben aus dieser Zeit, wo die Sahara noch grün war, weil sonst hätte ich ja dort auch für die Bögen und Pfeile gar kein Holz. Also natürlich, je weiter ich in den Süden Richtig. gehe, desto näher komme ich an die Subsahara, wo dann schon Vegetationen anfangen, wo ich dann auch unter Umständen Pfeile und Bogenhölzer finden kann. Genau. Also gegenwärtig wird man ja kein Holz finden dort wahrscheinlich, oder nicht viel. Naja, schon, man findet schon Holz, aber das ist eben sehr langsam wachsendes und auch Wertvoll dort natürlich, nicht? nicht Wo nichts gerade wächst. wachsendes Holz und das ist verkrüppeltes Holz und so weiter. Also das ist bis auf die Zedern, die halt ab und zu noch wachsen, Oder ist Palmen wo in Oasen oder sowas halt. Palmen, nur Palmenholz als Bogenholz scheint sich nicht zu eignen. Also kenne ich es weltweit als Palmenholz. Weiß ich jetzt nicht. Es gibt Palmenholz Bogen in Teilen von Indien, aber ansonsten weltweit ist Palmenholz eher kein Bogenholz. Aber ich kenne, also aus Indien kenne ich einen, habe ich einen Bogen, der aus Palmenholz ist, aber das ist eher, vielleicht ist es ist auch sicher kein sehr alter Bogen, es ist ein neuerer Bogen, den ich vor 10 Jahren mal mitgebracht habe oder 15 Jahren. Kann man dann auch vielleicht nicht so als repräsentativ hernehmen, wer Eben, weiß, wer den gemacht hat. es kann dieser Stamm, die halt dann viele Kokos, klar, selbstverständlich gibt es ja massenweise gerade in Kerala. Da liegt Kerala die Idee ist nicht fern, da liegt die Idee nicht fern, so einen zu machen dann, ja. absolut einfach zumindest auszuprobieren. Ne? Also Palmen schon, aber dann, es gibt ja auch hunderte von verschiedenen Palmen, also ob das dann eben eine Kokospalme ist oder eine andere Palme, Palmyra-Palme und Lava-Lava, da wollen wir es gar nicht fest, das würde ja wirklich ausufern. Und Aber natürlich, was man jetzt von deinen Sahara-Funden da oder Sub-Sahara-Funden sagen kann, eben die ganzen Holzartefakte wird es nicht mehr geben. Es bleiben nur die Steinspitzen über. richtig, Daher kann man da wahrscheinlich richtig. ganz wenig überhaupt sagen, was für Bögen oder Pfeilholz sie da verwendet haben. Also, ja, so wie in ganz Afrika eben alle möglichen Holzarten verwendet werden, die halt gerade da waren, war es da mit Sicherheit auch.
Für die Schäfte der Beile wurde das verwendet, was halt da war, was halt logisch war. Ich denke auch, dass dann Rohr verwendet worden ist, weil das mit Sicherheit auch dort gewachsen war, aber dann eher wahrscheinlich mit Vorschäften. Das zweite große Gebiet, nur um das gesagt zu haben, das zweite große Gebiet, wo es, oder naja, es ist ein, kein großes Gebiet, es ist das zweite Gebiet, in dem noch Steinspitzen in Afrika gefunden worden sind. Das ist so in der, in Süd-, Mittel-Südafrika. Aber das ist ein kleineres Gebiet, also Bushmänner haben auch Pfeilspitzen verwendet, aber das ist ein kleines Gebiet. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich nie wieder über Pfeilspitzen in Afrika sprechen, weil es einfach nicht Steinspitzen meinst du jetzt? Steinspitzen. Pfeilspitzen aus Stein, genau. Steinpfeilspitzen, schöner Zungenbrecher, weil das haben wir dann auch damit abgehakt. Die Pfeilspitzen Afrikas haben wir damit auch im Prinzip abgehakt. Die paar, die in der Marokko aufgetaucht sind, aus Spanien kommend, die vielen, vielen und in vielen, vielen Formen vorhandenen Steinspitzen aus der Sahara und Subsahara. Und dann noch in Südwestafrika bei den Bushmen oder Namibia, also Südost Namibia, Südwest Südafrika, also Bushman, Khoikhoi-Gegend und San-Gegend. Da hat es eben auch noch Pfeilspitzen aus Stein gegeben, aber ansonsten in Afrika nicht, weil einfach das Material nicht vorhanden war und deswegen hat es halt nicht gegeben. Bevor wir uns jetzt weiter in den Süden begeben, was gibt es da in Nordafrika noch Interessantes? Weil jetzt gibt es ja Algerien, Marokko, Mauretanien etc. Oberhalb noch, gibt es eigentlich noch interessant? Es Ab gibt noch ein, es gibt noch ein interessantes und das ist das Volk der Tuareg. Das Volk der Tuareg ist ja ein saharisches Volk. Und es ist eine sehr große Ethnie, die also wirklich in den ganzen nordafrikanischen Ländern bis auf Ägypten vorhanden ist. Ich zeige mal ganz kurz eine Karte, damit man sich das ungefähr vorstellen kann. Freigeben. Da sieht man jetzt die Länderkarte von Afrika und das Rote ist das Gebiet, in dem die Tuareg gelebt haben und leben. das Interessante ist ja an den Tuareg auch das mit den Schwertern, finde ich. Weil die haben ja fast wie europäische oder wie man heute sagt, christliche Schwerter eine gerade Form, oder? Richtig, das siehst du ja hier drunter, sind also Ja. die Waffen der Tuareg, das sind also die Speere und Lanzen und dann eben der Bogen, der wiederum ganz, also so gebogen ist, dass er einen flachen, einen niedrigen Sehnenstand hat. Wieder interessant, ne? Also naja, ist halt so. Und dann eben die Köcher und da sieht man eben auch dazu, sind eben auch zu sehen die Steinspitzen, weil die auch selbstverständlich in dem Gebiet waren, in denen auch die Tuaregs unterwegs waren. Es gibt Wobei also jetzt die Bogenwaffe der Tuareg sehr früh verschwunden ist. Weil weil die die Tuareg, sehr zeitig schon Gewehre hatten, gell? die hatten sehr, sehr früh schon die Gewehre, aber haben zu den Gewehren, mit den Gewehren auch immer die Lanzen gehabt. Ja. Ne? Ja. Das Ich ist jetzt glaube, gab's ein ja, warte, das fällt mir jetzt gerade ein. War das nicht auch in der in Mali, in diesem Gebiet, wo es diese Lanzenreiter, diese Gepanzerten gegeben hat, die fast Genau, so genau. gepanzert waren wie unsere mittelalterlichen Genau, Ritter? genau. Aber Ja. hier siehst du jetzt zum Beispiel, also hier siehst du ein Tuareg stehend, hier auch mit dem großen Schwert, von dem du gesprochen hast, und mit dieser langen Lanze und einer auf einem Dromedar sitzend mit einer Flinte und einem Speer. Ja. Und der Speer wurde oft auch, war auch oft Kurzspeere, das ist sehr interessant, von dem Volk der Tubu, die auch in dem Gebiet sind.
Die wurden also geschleudert. Hier, das sind das Tubu-Speere. Das sind Ja, kurz. ich weiß es zum Beispiel nur von den Zulus, dass die auch diese Kurzspeere einfach als Stichwaffen verwendeten und nicht schleuderten, dass das einfach wie Genau. Genau. Stoßspeere, wie man sagt, waren. Genau, die von den Zulu, die mit den ganz, ganz langen Klingen. Und hier unten siehst du die Bale, das ist also auch ein nordöstlicher, im nordöstlichen Tschad, eine kleine Ethnie. Da siehst du da sieht man die Pfeilspitzen unten links, ne? Alles klar. Und die waren jetzt aber aus Metall, oder? Die Ja. waren aus Metall, genau. Ja. Klar. Alles klar. Ich glaube, dass wir unsere Zuseherinnen und Zuseher nicht überfordern. Ich würde sagen, bei welcher Oase kehren wir ein mit unseren Trägerinnen? Ja, ich würd mir, also weil die Berber oder die Tuareg sind ja ein sehr, sehr gastfreundliches, zwar ein kriegerisches, aber sehr gastfreundliches Volk. Und ich würde schon ein paar Tage gerne bei den Tuareg verbleiben und dann später dann nach Westen zu den Mandinka weiter reisen, aber jetzt erstmal, ja, bei dem Tuareg würde ich bleiben. Also, weil du das erwähnst, das ist ja auch sehr speziell. Ich denke, es war früher bei uns auch so, aber Karl-May-Leser und Leute, die sich mit diesen Dingen befasst haben, wissen das. Eben das Gastrecht und die Gastfreundschaft ist da ein ganz hohes Gut. Also da würde dich der Gastgeber mit seinem Leben verteidigen, sobald du in seinem Zelt bist, in seinem Einflussbereich, sagen wir mal. Also wenn dich der wirklich einlädt, dann bist du unter seinem Schutz da. Nicht. Und das ist selbstverständlich darauf, das beruht darauf, dass man in einer lebensfeindlichen Umgebung wie der Sahara auf solche Eigenschaften angewiesen ist, ne? Also da ist jeder froh, wenn er überlebt, Ja. wenn er jemand anderen findet. Und Wenn er sich einmal entspannen kann, dass er weiß, er ist im Schutz, sozusagen. genau, Unter richtig, richtig, Schutz. Ja, richtig. hochinteressant und weil es ja mich auch immer interessiert, natürlich vor dem Islam, also vor 600 nach Christus, wenn man das so bezeichnen will, natürlich auch alles Naturreligionen und ganz eigene, jede Volksgruppe, jede Ethnie, jeder Stamm womöglich hat eigene Idole, eigene, ja, pagane Religionen oder wie man sagt. Ja, nicht nur vor dem Islam, auch parallel zum Islam und zum Christen, zu den ganzen Ja, Religionen. ja. Es gibt ja genügend, also wenn man sagt 600 nach Christus, 600 nach Christus war ja ein Großteil Afrikas absolut noch nicht im Kontakt mit anderen Nachbarländern, selbst auf afrikanischem Boden. Also wenn man dann später nach Kongo kommt und in die waldreichen Gegenden, da war das Fortkommen selbstverständlich auch bedeutend schwieriger. Und auch die Verteidigungsmöglichkeiten und die Versteckmöglichkeiten waren bedeutend größer als auf einem so offenen Gebiet wie in der Sahara. Also von Das daher. Nomadisieren war auch nicht so notwendig, weil wenn ich an einem Platz alles finde, vom Wasser bis zu Wild etc., muss ich nicht Warum soll ich herumziehen. dann in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Richtig. Genau. Und das führt auch natürlich dann eher zu Gebietsansprüchen und Königreichen und solchen Dingen, als wenn ich da riesige Gebiete. Da waren auf kleinstem Raum waren da viele, viele Königreiche. In der Sahara gab es fast keine Königreiche. Ich glaube, Und die Mali waren war da. sehr groß. Mali, Genau, das war noch Mali so ein ist eine sehr richtiges Königreich. richtig. Wie heißt das? Wobei Mali ja nicht kein Benin. reiner, aber das sind aber keine Also reinen Sahara-Staaten, die waren alles Subsahara. Die, ne, Subsahara. die hatten, das ist, deswegen sind die anderen echten Sahara-Ethnien, das waren alles Nomaden. Und interessanterweise eher
hellerhäutige Menschen, oder? Diese Nordafrikaner, Bitte? Tuaregs, Berber etc., das waren eher. Je weiter weg vom Äquator, desto hellhäutiger. Auch wie Das in ist einfach Indien, das. wenn man so will, nicht? In Je Indien. Wie in Indien. Ja. nördlicher, desto heller, je südlicher, desto dunkler. Ja. Richtig. Ja, wobei das nördlich mit dem hellen, das hängt damit zusammen, dass da der Einfluss von den Partnern sehr früh schon da war. Also, ne? Also Ja. Ja, ich würde sagen, dass die dunkelhäutig, dass die, also in Nordindien finde ich sehr viele eingeborene Stämme, die dunkelhäutig sind. Die nicht, also die Eingeborenen waren auch bedeutend dunkelhäutiger. Deswegen ist auch, und das macht man, ja, es hat vielleicht mit Pfeil und Bogen nur annähernd was zu tun, aber Arjuna, also diese Eklavya, worüber wir geredet haben, gesprochen haben, als wir in Indonesien auf Java waren, Ja. der war ja ein Dunkelhäutiger. Und Krishna war auch ein eingeborenes Kind. Und der ist auch dunkelhäutig gewesen, weil Krishna ist Hindi und heißt schwarz. Okay, Also lassen wir ihn Krishna lieber hin. Lavana. Genau, also das, also, Um aber die bei sind ja auch nah am Äquator. Aber deswegen, um in Afrika zu bleiben, je näher am Äquator, desto dunkelhäutiger, desto schwarzafrikanischer und je weiter weg nach Südafrika und Nordafrika, desto heller. Und was man Ja. noch sagen muss, das gilt natürlich auch für die ganze Welt. Wenn ich jetzt das Mittelmeer hernehme, natürlich konnte ich auch schon vor Tausenden von Jahren entlang den Küsten segeln. Das heißt, dass ich jetzt aus dem Nahen Osten in den Mittelmeerraum nach Libyen, Tunesien etc., das waren auch wieder hellhäutigere Menschen und so weiter. Also, dass das Genau. damit auch zu tun hat. Weil Absolut. solange ich in Sichtweite der Küste bleibe, brauche ich keinen Kompass, brauche ich gar nichts. So brauche ich nur Ja, schauen, dass ich die. die haben ja gar keinen Kompass gehabt. Die sind halt die Küste entlang und haben Braucht sich auch dann die, keinen. Wenn ich naja, in Sichtweite bleibe. die markanten Stellen haben sie dann zum Navigieren gehabt. Und ins Landesinnere hat man sich auch noch eine Zeit lang ein Stück weit getraut, ne? Ja. Bis es dann halt gefährlich geworden ist oder einfach vom Nachschub her schwierig geworden ist und so weiter. Ne? Beziehungsweise sind ja schon vor Tausenden und Zehntausenden Jahren eben die Handelsgüter auch schon an Küsten gebracht worden, weil natürlich an der Küste gehandelt wurde und weniger im Landes, also wenn ich jetzt an Außenhandel denke, Genau. anderen Völkern. Absolut. Ja, Hendrik, sag uns, wo werden wir uns in der nächsten Folge hinbegeben mit unserer Expedition? In der nächsten Folge gehen wir zu der Ethnie, zu den Mandinka. Sind verteilt über den Senegal, Mali, sind wir wieder Mali, Gambia, Guinea-Bissau, Sierra Leone, Burkina Faso. Senegal, Also oder? alles, nein, nicht mehr Senegal, Senegal nicht Senegal ist zu mehr. weit Norden. Okay. Genau. Alles Also klar. ich kann das noch ganz kurz. Das zeige ich dann, wenn wir dort sind, dann zeige ich die Karte. Ja. Ne? Auf jeden Fall im Osten. Wir gehen jetzt von Osten nach Westen und an den äußersten westlichen Spitze von Afrika. Und dann gehen wir langsam nach unten, wieder von da nach Osten in und so weiter. Alles klar. An unsere Zuseher gerichtet, falls ihr da spezielle Fragen habt, ich bin sicher, der Hendrik kann sie beantworten, beziehungsweise, wie schon eingangs erwähnt, in Hendrik seinem Buch finden sich all diese Dinge, die wunderschönen Abbildungen, die auch zum Teil eben schon aus älteren Werken stammen, von ganz tollen Forschern, muss man sagen. Und noch einmal danke auch, dass du das so gut zusammengetragen hast, weil ich nehme an, die Dinge, die in deinem Buch sind, sind wahrscheinlich in 15 anderen Büchern, aber du hast sie zusammengetragen. Abbildungen, Schilderungen,
Schlussfolgerungen Mehr etc. als, mehr als 15 Bücher. Ich sage jetzt nur, ja, natürlich, ja, kann ich mir vorstellen. Sehr interessant, sehr interessant. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir jetzt bei einem Tuareg-Stamm. Da übernachten wir in einem Zelt, nehme ich an, oder? Genau, in einem großen Zelt, die seitlich offen sind, aber die kann man runterklappen, wenn der Wind kommt. Genau, ein bisschen Hammel-Eintopf oder was wird da gegessen? Ja, zum Beispiel, genau. Hammel-Eintopf. Ja, Alkohol kriegen wir keinen, nehme ich an. Naja, früher schon, aber wenn das muslimisch, also die Tuareg sind nicht alle Muslime, also das, warum kein Alkohol, Jetzt haben die natürlich. dann so Bier gebraut, wahrscheinlich, schätze ich mal, wie in ganz Afrika, oder? So in der Richtung. Überhaupt kein Problem, wenn ich Kokos habe, wenn ich zuckerhaltige Sachen habe, dann kann ich da immer einen Schnaps draus machen. Was Also vergeht? Naja, Schnaps wurde erst spät erfunden, aber vergorene. Also Destillat vergoren. gab es erst Ja, spät, aber Kamel, vergorene. ich brauche gar keine Pflanze, ich brauche bloß Kamelmilch und die habe ich ja, die kann ich ja vergären lassen. Genau. Also, oder wenn ich Pferde habe, dann kann ich Kumis draus machen. Das ist ja auch alkoholhaltig. Sind zwar Ja. bloß 4% oder 5, aber wenn ich davon genügend trinke, dann werde ich auch besoffen. Außerdem brauchen wir nicht unbedingt Alkohol. Wir können uns auch Soda einschenken. Nein, selbstverständlich, nee. Aber es ist auch erfrischend. Also gerade diese gegorenen Sachen werden ja auch, sind ja gemacht worden, erstens wegen der Haltbarkeit und zweitens wegen der Erfrischung. Ne? Sind einfach erfrischend. Wunderbar. Dann müssten wir ja jetzt fast sagen, Salam alaikum, oder in der heutigen Zeit in diesem Gebiet, oder ist das Aleikum richtig? Salam. Alaikum salam und ja, abonniert unsere Kanäle, den Hendrik seinen Kanal, meinen, liked und teilt und kommentiert nach Herzenslust. Genau, ihr könnt auch Fragen gerne in den Kommentaren stellen, wir werden das gerne beantworten. In diesem Sinne, lieber Hendrik, danke für die hochinteressante Ausführung. Und ich kann es nur nochmal sagen, ich bin baff erstaunt, wie du das alles zusammengetragen hast. Wirklich, wirklich wissenswert. Also zumindest für Leute, die sich so wie ich für alte Kulturen und für Ethnien und für speziell auch natürlich Pfeil und Bogen interessieren. Dankeschön. Ja, das ist das, was ich die letzten 15 Jahre mache, sonst mache ich nichts. Passt. Gott sei Dank, Gott sei Dank hast du keine anderen Hobbys. Naja, ja, ich will mich auch verabschieden von den momentan noch nicht so vielen, aber immerhin, ich freue mich über jeden, der sich die Sache anschaut und der Interesse an Pfeil und Bogen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Salam alaikum. Alaikum salam.